So, damit hätten wir ein Kriegerzelt schon mal platt gemacht. Können wir uns denn wieder friedlich mit denen stellen oder sind die jetzt auf ewig böse mit uns? 50 Nahrung, wenn ihr wollt, als Freundschaft. 50 Nahrung, 10 Bögen haben wir nicht, 10 Speer haben wir nicht. Okay, ich speichere mal kurz und mache da mal ein Gebäude kaputt, dann haben wir ja eigentlich verloren. Ja, will. Jo, staub. Und dann macht einfach mal das da kaputt. Da müssen wir jetzt eigentlich gleich verlieren. Siehst ja, wir dürfen nichts kaputt machen, außer das Zelt. Oh, mein Crow, das wird ein bisschen schwieriger, aber die haben auch bloß dieses Kriegerzelt. Kann ich meine Soldaten hier hinten stellen und alles platt machen? Beziehungsweise die Soldaten loswerden. Ich habe was gemacht, was ich nicht darf. Krieg ich jetzt Ärger? Ja, will. Da stand nur Zerstörung. Ich mach mal weiter, denn bisher ist noch nichts Böses passiert. Ja, will. Ja, staut. Ja, will. Oh, ich kann nicht langsamer machen. Oh, jetzt. Hoppla, ich habe schon ein paar Einheiten verloren. Das war so nicht geplant. Ist egal. Wir verlieren eh, wenn wir die... Wenn wir alles kaputt machen, glaube ich. Anhalten. So, wir haben sehr viele Nahkämpfer verloren auf jeden Fall. Wir dezimieren jetzt erstmal die Bevölkerung, dass wir nicht mehr so viele in den Türmen haben. So, wir sind Thema Zerstörer auf jeden Fall nur die Kriegerzelte. Sonst nichts. Und jetzt hacken wir hier alles in kleine Stücke und trotzdem passiert uns überhaupt nichts. Wahrscheinlich verlieren wir wirklich erst, wenn wir sie besiegen. Da ist noch jemand. Was war das gerade? Wieso? Was hat uns angegriffen? Attacke! Den machen wir auch noch gleich kaputt. Du bist ein sehr schlauer Schwertkämpfer. So, damit sind sie schon mal wehrlos. Jetzt werden wir aufpassen, dass sie keinen neuen Turm bauen. Oder ins Vorratszelt. Aber ich glaube, das kriegt man ganz gut hin. Tja, viel haben sie nicht mehr. Kaltes Herz versucht noch was zu reparieren. Ja, damit müsste das Volk eigentlich besiegt sein. Ja, will? Ne, da ist noch einer. Der letzte seiner Art. Haben wir jetzt alle besiegt? Deine Mission ist gescheitert. Ist das etwas, eine Art Frieden zu stiften? Hat doch funktioniert. Du solltest die Kriegszelte der beiden Indianerstämme zerstören, nicht aber das ganze Dorf. Steht auch noch was. Es brennt zwar, aber es ist noch da. Und die Bevölkerung ist natürlich tot.
Aber ehrlich gesagt, das ist meine Art, Frieden zu stiften. Ich weiß gar nicht, was der dich aufregt. Hat doch geklappt. Keiner hat mehr Frieden. Keiner hat mehr Krieg. So, mit denen machen wir jetzt erstmal wieder Frieden. Ja, nachdem wir jetzt neutral mit denen sind. Ich sollte vielleicht auch wieder... Ach, neutral bin ich schon wieder, okay. Ich setz mal wieder auf freundlich. Vielleicht mögen sie uns ja dann irgendwann wieder. Bögen und Speere bräuchten aber... Naja. Ja, so, jetzt gehen sie erstmal... Dürfen sie erstmal rübergehen. Wenn sie ihre tollen Türme nämlich nicht einsetzen können, sind sie gar nicht so stark. Sieht man, die haben schöne Pilze hinterlassen. Eigentlich müsste ich die Sperrmacher... Normalerweise würde ich jetzt wahrscheinlich die Sperrmacherei wieder aufbauen und Sperre produzieren, damit ich mit denen wieder im Frieden leben kann. Das Kriegsfeld bauen sie nicht wieder auf, gut. Ich habe nämlich beim ersten Mal, wo ich das gespielt habe, bin ich zu einem Indianerstamm gegangen, habe das Kriegszelt zerstört und die haben es dann wieder aufgebaut. Ich meine, ich habe zwar gewonnen, also die Hälfte hatte ich gewonnen, dann habe ich aber keine Soldaten mehr. Interessant. Bleib mal hier. Du wirst träger, damit dir nichts passiert. So. Das hat nicht geklappt, weil ich keine... Weil ich die Hochstelltaste aktiviert hatte. Ihr seid alle da, schön. Ihr dürft alle schlafen. Achso, die haben erst geschlafen. Egal, schlaft nochmal. So, und das speichern wir jetzt natürlich nochmal. Zwischen den Fronten. Ja, will. Ihr beiden Herrschaften bleibt mal hier. Durchlaut. Und... Die wollen genau das Gleiche. Und sie kommen mit vielen Soldaten. Ihr könnt es wagen, euch in unseren Kampf mit den Cheyenne einzumischen. Würdet. Wärt ihr bitte so freundlich und würdet hier hinten warten, während die wirklichen Soldaten hier das machen, was sie sollen? Jo. Ja, will. Tja, das war's mit den Soldaten von denen. Machen wir es doch erstmal so, dass wir mal das ganze Dorf platt machen wieder. Das können wir gut. Feind. Oh, der ist jetzt wieder unser Freund, weil wir die angegriffen haben. Interessant. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Oder es könnte aber auch sein, dass der Feind meines Feindes mein Feind genauso ist. Je nachdem. Geh mal weg. Oder noch. Oh Mist, das war unser Schwerträger. Der hat jetzt ein paar Löcher mehr im Körper. Ihr macht mal das Fischerzelt. Warum steht denn hier ein Fischerzelt wegen dem Ding hier? Das ist ein Schwachsinn, der baut die so einen Scheiß. Wir müssen natürlich jetzt erstmal das ganze Dorf auslöschen. Das ist wichtig, essentiell. Tja, der ist verpufft in einer Wolke aus schwarzem Staub. Ah, das ist aber scheiße hier.
Das Vorratszelt steht genau neben dem Donnerturm. Jawohl. Oh, schön. Wenn die jetzt versuchen, alles wieder aufzubauen, können wir sie wegschießen. Schön. Jawohl. Taktische Kriegsführung. Ein Gebäude zerstören und dann warten, dass die Arbeiter kommen. Ziehen sie sich alle wieder zurück. Kaltschuss ist abgestürzt. Sehr schön. Wir machen an dieser Stelle bei der nächsten Aufnahme weiter. Ciao. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Cultures, die Entdeckung Wienlands. Oh, ich werde gleich richtig zugesülzt. Ja. Wir sind immer noch in der gleichen Mission. Wir erklären den Crowitz den Krieg. Ah, ja, ja. Was? Wie kannst du es wagen, da hochzugehen, du Idiot? Mach dich vom Acker! Lauf, lauf, lauf! Wenn sie nur halb so schlau wären, wie sie tun. So. Feind, Freund, schön. Wir müssen uns überlegen. Ich würde sagen, wir müssen erstmal die Geschwindigkeit wieder erhöhen. Und dann würde ich sagen, wir machen die Türme kaputt. Ich versuche jetzt erstmal, wie gesagt, das gleiche so hinzukriegen, dass wir dieses Volk vernichten, ob da vielleicht was anderes kommt. Wenn es nicht klappt, dann lassen wir es einfach. Ich gehe mal davon aus, dass tatsächlich das gleiche einfach steht. Du solltest doch eigentlich Frieden machen und bla bla bla. Und du bist so ein schlechter Mensch. Und jetzt werde ich alle deine Kinder essen, weil du so böse bist. Das war unser Schwerträger Nummer 1. Bleibt mal hier. Achso, ich kann jetzt nicht. Okay, gehen wir mal weg. Dann kommen sie gleich wieder raus. Sehr gut. So kriege ich sie auch langsam. Ja, ich kann nicht so aushungern. So kriege ich sie auch irgendwann. Wenn ich die Häuser kaputt mache und sie alle immer in ein Haus wollen. Weil sie müde sind oder sonst was. So. Ne, wartet mal, das wird so nichts. Wir gehen hier runter. Attacke! Schießen jetzt. Ich wollte schon sagen, wann schießen die zuerst auf die. Es fällt dir ein, das zu reparieren. Du hast die aber nicht alle. Laufwagen! Lauf, Geiermund! Wo ist Wagen? Gut, Wagen geht noch. Und die Katze kommt zum Schmusen. Kriegen wir so doch langsam die Bevölkerung weg. Wir versuchen es einfach mal. Auf jeden Fall muss er hier weg. Den kann ich hier gerade nicht gebrauchen dabei. Von einem einzelnen Bogenschützen haben sie anscheinend keine Angst. Das ist sehr interessant.
Ein Obstbauer. Hier ist der suchende Wespe. Warte mal. Nee, stechende Wespe. Okay, ich dachte gerade, das passt ja super gut. Ein Glück rennen sie immer wieder ins Vorratslager. Weil sie Hunger haben. Schön, haben wir eine Geisterstadt erschaffen. Einen Jungen haben wir noch. Ansonsten ist die Bevölkerung weitgehend tot. Ach nee, da ist ja noch einer. Wie heißt der? Ein Sammlerzelt. Der wird vielleicht auch irgendwann Hunger haben. Ah, komm, heulender Wolf, ich bring dich zum Heulen. Sag ich doch. Ja, will. Jo. So, damit haben wir die Bevölkerung soweit erledigt. Und das ist vollkommen egal, dass wir das gemacht haben. Es interessiert niemanden. Das Kriegerzelt steht ja noch. Und solange das Kriegerzelt noch steht, leben auch noch Leute. Zwei an der Zahl. Geht mal, Leo. Wäre schön, wenn das Schlafen irgendwie die Regeneration beschleunigen würde, macht's aber leider nicht. Wir greifen jetzt einfach mal an. Ich glaube, das packen sie nicht mehr, weil es zu wenig sind. Oh, Mist. Mission erfolgreich. Naja, was soll's. Durch die Zerstörung der Kriegerzelte ist es dir gelungen, den Indianern ihre Waffen zu nehmen und so den Frieden zwischen ihnen herzustellen. Die Häuptlinge beschließen, künftig gemeinsam auf die Jagd zu gehen und sich die Beute zu teilen. Somit ist das Überleben beider Stämme gesichert und das Kriegsfall kann begraben werden. In ihren Köpfen. So, damit hätten wir auch dieses Volk zerstört. Gar kein Problem, man braucht bloß ein paar Leute. Hier läuft 27, ja, die haben sich schön die ganzen Rohstoffe geholt. Wir könnten jetzt hier schön weiterbauen. Aber ehrlich gesagt, die Karte wird sich eigentlich tatsächlich, wie gesagt, anbieten, hier wunderbar Endlosspiel draus zu machen. Lebt da etwa noch jemand bei dem Volk? Nee. Okay, dann schauen wir uns gleich mal die nächste Mission an. Ja, ich muss leider das Spiel verlassen.